Der erste Punkt, den wir hier auf der Liste haben, ist die Unterbringung von Flüchtlingen. Was muss sich ändern? Hier in Königstein wird derzeit noch zum Beispiel gebaut, aber wir haben auch bereits einige Unterbringungen, die sehr, sehr gut funktionieren. Wir haben dezentrale Unterbringungen. Allerdings, was ich glaube, ist zum Beispiel, dass in Großstädten die Unterbringung teilweise sehr, sehr mangelhaft ist. Also da, denke ich, muss man viel, viel genauer hingucken, sowas viel, viel früher auch erkennen, beziehungsweise gar nicht erst Leute da einziehen lassen, weil das wirklich menschenunwürdig ist. Einer der Schwerpunkte soll und muss ja, und ich denke, da sind sich viele hier einig, darin liegen, die Menschen möglichst schnell auch vor Ort zu integrieren. Und das funktioniert am besten über dezentrale Unterbringung. Und da scheitert eben der Anspruch an der Wirklichkeit, dass sowohl auf der Kreisebene, die ja zunächst einmal im laufenden Asylverfahren für die Unterbringung zuständig ist, aber dann auch später nach der Anerkennung auf der städtischen Ebene eben die Wohnräume und die Unterbringungsmöglichkeiten gar nicht zur Verfügung stehen. Da sehe ich also einen Hauptknackpunkt. Das Entscheidende ist, wir haben nicht nur die Frage, wo kommen die Leute am Anfang hin, sondern viele werden hier mittelfristig bleiben. Das heißt, sie werden nach der Anerkennung eine eigene Wohnung brauchen. Dieser soziale Wohnungsbau ist nötig, sowohl für die deutsche Wohnbevölkerung als auch für die Flüchtlinge. Wir können einfach nicht jedem Menschen der Welt helfen. Zurzeit sind 900 Millionen Menschen auf dieser Erde religiös verfolgt. Jedem ist klar, dass man irgendwo eine Grenze ziehen muss bei der Aufnahme der Flüchtlinge. Konkret für die Erstaufnahmelager und sonstigen Unterbringungseinrichtungen ist wichtig, sicherzustellen, dass Flüchtlinge christlichen Glaubens oder auch Frauen dort keine Angst haben müssen und nicht unterdrückt werden. Ja, also diese Diskussion darüber, die muss endlich geführt werden. Ich denke, dass die Deutschen unglaublich viel leisten und das wird dauern. Nur das Problem ist für mich, ich weiß, wie die Landschaft innerhalb der Flüchtlingslager aussieht. Es sieht miserabel aus, nicht weil sie schlechte Arbeit leisten, sondern weil wir ein Problem haben, dass viele dieser Menschen leider eine andere Sozialisierung haben. Und diese Sozialisierung ist auch zum größten Teil auf Spaltung der verschiedenen Menschen, sei es Geschlechter, die Frauen oder Jesiden oder Christen. Diese Punkte sind für mich genauso wichtig wie die technische Frage, ob man einen sozialen Wohnbau Plan verabschiedet oder nicht. Ich habe die letzten 4 Jahre damit verbracht, dass ich nach Ursachen suche, bevor am 4. September unser Bundeskanzler gesagt hat, wir machen die Grenze auf. Ich weiß, dass Filme zum Beispiel vom Bundesamt für Immigration gibt, die schon 2014 vom Februar, wo die Menschen hierher eingeladen werden. Das heißt, man hat ja auch den Menschen vermittelt, ihr könnt nach Deutschland kommen, ihr könnt eine bessere Zukunft haben. Gleichzeitig habe ich in Libanon und in der Türkei recherchiert und ich weiß, dass die Menschen seit 2010 von statt 32 Dollar im Monat mit 8 Dollar zurechtkommen sollen. Das heißt, es war ein Plan, dass diese Menschen dort nicht mehr aushalten. Ich sage bewusst ins Land geholt, wenn man die Grenzen so öffnet und wenn man über Nacht, wenn man einfach 1,5 Millionen Menschen bringt, von denen man 80% nicht weiß, wie sie heißen, wie alt sie sind und sagt Flüchtlinge. Ich möchte, dass die internationale Gemeinschaft zusammenarbeitet, um den Menschen vor Ort, in der Türkei, in Jordanien, in Libanon, dort hilft, dass man dort Produktionsstätte aufbaut, dass die Menschen in Würde leben, dass sie dort jederzeit in ihre Heimat zurückgehen können. Und dann kann man entscheiden, wer bewusst auswandern will, sind das Menschen nach unserem Grundgesetz, nach dem Asylgesetz, die hier das Asylrecht genießen sollen. Und wir können nicht alle Menschen auf die Welt nehmen. Der nächste Punkt ist Schulen. Wie kann in den Schulen Integration gelingen? Und es gibt tatsächlich einen Vorschlag, der geisterte durch Presse, durch Film und Funk, Schulpflicht bis 21. Das Thema Schulpflicht bis 21 kenne ich gar nicht. Was ich kenne, das sind junge
Asylbewerberinnen und Asylbewerber hier in Königstein, die absolut scharf drauf sind, in die Schule zu gehen. Eine Möglichkeit hier, einen Hauptschulabschluss zu machen, denn von einem Hauptschulabschluss kann man in Deutschland aus alles Weitere machen. Viele von denen, die ich kenne, ob sie aus Afghanistan oder aus Syrien oder aus Eritrea kommen, sind total ehrgeizig. Das gibt's bei uns deutschen, hier geborenen Menschen kaum, eine solche Wucht an, ich will hier vorwärts kommen. Es macht mir wirklich Angst, wie Sie das Ganze mit Verlaub glorifizieren. Sie mystifizieren das Thema. Das ist ja fast eine göttliche Mission, wie Sie das beschreiben. Die Flüchtlinge, die alles Bestens wollen, alles Gutes wollen, das macht mir Angst. Ich habe das Gefühl, Sie konstruieren eine Welt und Sie sehen darin eine Mission. Ich frage mich, wenn wir jetzt die Flüchtlinge nicht hätten, ob nicht der eine oder andere Depression bekommt, weil er diese göttliche Aufgabe nicht hat. Die Realität sieht anders aus. Die Realität sieht leider anders aus. Es gibt großartige Menschen unter den Flüchtlingen. Großartig, die wirklich besseres Leben auf Augenhöhe, die neugierig, die was lernen wollen. Aber das ist nicht die Mehrheit. Und egal, wie Sie das formulieren und drehen, das ist nicht die Mehrheit. Denn wäre die Mehrheit so, wie Sie sie beschreiben, hätten Sie Ihren Krieg in Ihrem Land nicht angefangen. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem mit der Integration. Und da sind nicht die Deutschen schuld dran oder die Europäer. Da sind viel mehr die Menschen, die zu uns kommen, die Integration ablehnen. Aus 1000 Gründen, aus Unsicherheit, das ist ein anderer Sozialisierungsprozess. Und Sie glauben, Sie schaffen jetzt ein Wunder. Ich muss Ihnen sagen, ich zweifle dran. Ich denke auch, dass es schwierig ist, die Leute dazu zu zwingen. Vor allen Dingen, was mich immer stört, ist bei diesen Flüchtlingen, dass immer alle Bemühungen darauf gerichtet zu sein scheinen, wie kriegen wir es hin, dass sie sich hier in Deutschland komplett integrieren. Der Sinn des Asylrechts ist es, Menschen das Leben zu retten. Und wenn die Situation in ihren Heimatländern sich gebessert hat, dann gehen sie dorthin zurück und bauen ihre Heimatländer wieder auf. Sodass ich also für die Integration, also natürlich gewisse Mittel muss man da sicherlich bereitstellen, rudimentäre Sprachkenntnisse und dergleichen kann man vermitteln, aber da einen so großen Augenmerk drauf zu legen, wie es momentan getan wird, halte ich für falsch, weil das ist nicht das Ziel bei Flüchtlingen. Eine meiner großen Sorgen, und ich sitze ja wieder, Herr Karim, hier auch als, ich will jetzt keinem zu nahe treten, erkennbar einziger Migrant vorne. Und wenn man weiß, mit welchem Sprachniveau und welchem Bildungsniveau natürlich auch ganz viele Menschen aus den Regionen zu uns kommen. Da gibt es alle möglichen Erhebungen und egal, ob man die Zahl jetzt bei 60% oder 70% ansetzt, gibt es eben auch einen ganz großen Kreis, nicht nur der jungen Menschen, auch der älteren, die, wenn man PISA-Niveau zugrunde legt, schwer nur überhaupt mal heranzuführen sind. Das heißt, eine solche Schulbildung, für die ich durchaus plädiere, dass man sie auch bis in ein höheres Alter in irgendeiner Form gewährleistet, auch für Erwachsene, die zu uns kommen, die kann sich natürlich nur außerhalb dessen abspielen, was wir so als Kultusbereich hier definieren. Noch zum Thema Integration, also dass durch Bildung Integration geschieht, das ist uns, glaube ich, allen klar. Interessant ist nur, dass die AfD hier jetzt eben geäußert hat, dass Integration nicht notwendig sei. Leider hat uns die letzten Flüchtlingsströme genau das Gegenteil gezeigt, nämlich die Flüchtlinge bleiben de facto hier, nicht alle, aber es werden welche hier bleiben. Und diejenigen, die am lautesten schreien, wenn wieder Migranten aus welchen Gründen auch immer möglicherweise durch fehlende Integration irgendwelche Sachen begangen haben, die nicht unbedingt unserem Kulturkreis entsprechen oder sonst was, das ist die AfD. Und gleichzeitig dabei zu fordern, Integration ist nicht nötig, halte ich für ziemlich fragwürdig. Gut, also es ist keineswegs so, dass die AfD Integration nicht für nötig hält. Man muss eben nur unterscheiden zwischen Asyl und Einwanderung. Das darf man nicht durcheinander werfen. Asyl ist temporär. Der Asylbewerber, der kehrt in sein Land zurück. Und wer hier einwandert, der muss sich natürlich integrieren, in anderem Maße integrieren als der Asylbewerber. Denn auch der, wie ich das auch eben gesagt habe, der Asylbewerber muss sich natürlich in gewissem Maße, denn er ist ja dann doch ein paar Jahre hier, natürlich in der deutschen Gesellschaft zurechtfinden. Nur
dieser Asylstatus rechtfertigt eben keine immensen Ausgaben, um einen Asylbewerber jetzt komplett in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, da eben klar ist, irgendwann verlässt er uns wieder. Asylbewerber bleiben hier. Leute, die keinen Asylstatus bekommen, Flüchtlinge, die nur subsidiären Schutz bekommen oder die Flüchtlingseigenschaften anerkannt bekommen, die, bei denen stellt sich in der Tat die Frage nach einem, nach zwei, nach drei Jahren, wird das erneuert oder nicht? Es ist also umgekehrt, wie Sie gesagt haben. Ihre politische Meinung ist davon sicher nicht betroffen, aber in der Sache ist es genau andersrum. Sie können nicht das Unrecht der ganzen Welt verhindern. Das ist leider so und das gefällt keinem. Ja? Keiner denkt, es ist einfach völlig egal, wenn es anderen Menschen schlecht geht. Aber Politik ist die Kunst des Möglichen. Ja? Sie können einfach nicht jedem Menschen auf der Welt helfen, so schade das ist. Ich bin weder der Auffassung, dass wir die ganze Welt nach Deutschland holen sollten. Ich glaube auch gar nicht, dass die ganze Welt nach Deutschland will. Die Menschen, die hierher kommen, sind hier. Wenn ich mich beschränke auf das, was wirklich nötig ist, dann kommt das zu ganz praktischen kleinen Schritten, wie Sie zum Beispiel wie Maurice Amen, der da hinten sitzt, unser wunderbarer Sozialarbeiter hier in Königstein, sie täglich mit unseren hiesigen Flüchtlingen vollzieht. Und da geht es wirklich um ganz konkrete Sachen, wie zum Beispiel, lernst du sauber halten, deine Bude, deine Unterkunft, lernst du bestimmte Termine einhalten, lernst du, dass du bestimmte Formulare so und so ausfüllst. Das sind die ersten Schritte, die bringen wir den Leuten bei und wir hoffen, dass sich darauf etwas aufbaut. Das funktioniert aber nur, wenn wir alle, konkrete Kontakte mit den Leuten aufnehmen, sodass sie hier einen Ansatzpunkt haben, um sich hier in unserer ganz anderen Welt mit ihren anderen Werten zu integrieren und irgendwie heimisch zu werden. Das kann auch im großen Stil durchaus gelingen. Und das mit der göttlichen Mission, wissen Sie, Herr Karim, ich bin halt Pfarrerin. Man darf Einwanderung und Asyl nicht vermischen, das geschieht leider immer wieder. Einen Asylbewerber, wenn wir uns entscheiden, ihn aufzunehmen, dann nehmen wir ihn auf, weil sein Leben bedroht ist, weil wir ihn das Leben retten wollen. Und da ist einfach völlig egal, welchen Nutzen wir von ihm haben, ob er hier am Arbeitsmarkt irgendwelche Chancen hat oder dergleichen. Ja. Es gilt dann, die Kontingente in einer Größe zu halten, die wir stemmen können, aber das Ganze ist nicht an eine Bedingung zu knüpfen, wie du integrierst dich und ansonsten gehst du wieder zurück. Das ist ja Schwachsinn. Wir wollen ja den Menschen das Leben retten. Ja. Einwanderung wiederum muss so gesteuert werden, dass unser Staat davon Vorteile hat. Das machen andere Länder sehr gut. Die lassen nur Leute wirklich herein, die sie als Staat weiterbringen, die Fähigkeiten haben, die gebraucht werden. Und die Hoffnung für die deutsche Zukunft sind denn 21-jährige Menschen, die auf dem schulischen Niveau eines Drittklässlers sich bewegen und die Sprache noch nicht mal sprechen. Das ist völlig falsch. Das sind Asylbewerber, die nehmen wir auf, um ihnen das Leben zu retten. Das andere ist Einwanderung, das gilt es zu trennen. Herr Karim, ich habe auch, ohne dass ich mich mit Flüchtlingen auseinandersetze, einen Job, der bei 70 Wochenstunden ganz gut ausgefüllt ist. Brauchen Sie sich keine Sorgen machen, dass ich eine göttliche Mission brauche, um hier heil zu sein oder so irgendetwas. Einige von euch hier kennen mich ja als Pfarrerin und ihr seid konfirmiert worden und wisst, hier in unserer Kirchengemeinde und hier in Königstein ist immer genug zu tun. Frau Neuschäfer, Sie sprechen ja von den Asylbewerbern wie Menschen mit Handicap. Man muss ihn versuchen. Sie reden nicht auf Augenhöhe. Sie haben tatsächlich eine göttliche Mission. Vielleicht Ihr Fahrersein, Hintergrund spielt eine Rolle. Aber die Realität hat eine andere Dynamik. Und es ist so, dass die Mehrheit der Menschen, und ich verbringe jedes Wochenende mit Flüchtlingen zusammen. Sie kommen zu uns, sie übernachten bei uns. Ich habe Freunde. Und die erzählen, berichten mir, sie machen Aufnahme. Wenn sie wüssten, was sich in den Aufnahmelagern für eine Parallelwelt sich abgespielt hat, dann würden sie sagen, ihre einzelne Afghanin, von der sie jetzt gesprochen haben, ist die Ausnahme. Und Parallelgesellschaften haben wir in Deutschland vor 1,5 Millionen. Gehen Sie nach Neukölln, gehen Sie nach Marxloh, es ist da. Und das heißt, immer wenn einer radikalisiert wird, sind die Deutschen dafür zuständig. Nein, da sind sie nicht. So. Zum Schluss kommen. Fertig. Wir machen Schlussrunde jetzt. Und als Abschlussstatement, und das ist der letzte Satz von mir heute, möchte ich noch eines zu bedenken geben, was in der Diskussion bitte auch gewertet werden soll. Und der Herr Karim und ich sitzen hier als Migranten aus islamischen Ländern hier auch vorne. Die allergrößten Kritiker des Umgangs der deutschen Gesellschaft mit dem aktuellen Integrationsgedanken und der Migration an sich sind Migranten, die hier etabliert und assimiliert sind,
und aus islamischen Ländern kommen. Und es ist kein Zufall und es hat nichts mit rechten Grundhaltungen zu tun, dass ausgerechnet die Migranten, die schon hier sind und das hinter sich haben, den Finger in die Wunde legen und sagen, was hier läuft, geht weit an der Realität vorbei.